Und weiter geht es mit einer knackigen Folge Season of Discovery mit meinem netten Druiden. Und ich habe schon mal die Quest, die ich letztens noch abzugeben hatte, in Ratchet und so, alle abgegeben, damit wir uns jetzt hier vollkommen hier drauf konzentrieren können. Wir geben jetzt auf jeden Fall die Quest hier ab und werden dann das hier mit den beiden Schreddermaschinen machen. Ich denke, bis dahin haben wir sogar bestimmt unser Level ab. Das heißt, uns fehlen da nur noch zwei Level fürs Maximal Level Cap. Also es geht doch gut voran, Leute. Ich muss schon sagen, wenn wir 25 sind, ich weiß nicht, ob ich dann auch mit ihm hier einmal komplett die Quests einmal durchgewertet, dass ich alle 20 Quests voll habe und dann direkt zum Phasenwechsel in die Phase 2 alle Quests abgeben werde. Mit meinem Jäger habe ich das ja schon alles gemacht. Mit dem habe ich sogar noch 4 andere Quests im Inventar, die ich aus dem Inventar raus annehmen kann. Das heißt, ich habe sogar 24 Quests, die ich abgeben kann, was schon echt nice ist. Mal schauen, wie es halt passt. Ne? Ich würde ja ganz gern noch einen Magier anfangen. Oder einen Hexenmeister. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, worauf ihr mehr Bock hättet. Ich habe einen Magier schon erstellt, einen Hexenmeister noch nicht, aber ich habe ihn jetzt nur nach Brill gebracht, in Untoten, damit ich schon mal so ein Gasthaus so ein bisschen, ja, hier diese Erfahrungsleiste so ein bisschen füllen kann. Ich meine, warum nicht? Was liegt an? Und ja, mal schauen. Mal schauen, ich hätte auch beides Lust. Schönen Tag auch. Magier habe ich früher echt sehr gerne gespielt, ne? Also, ist beides cool. Ist beides sehr cool. Und ich denke, bestimmt Ende dieses Monats wird dann neue Phase eingeläutet. Ich habe sehr stark ein Gefühl. Also, der Druide wird ja ganz easy Stufe 25. Ich werde versuchen, jetzt noch parallel eventuell den Schaman hochzuleveln. Dann hätte ich schon mehrere Charaktere auf 25. Die Frage ist dann nur, würde es schaffen, auch noch einen Hexenmeister oder einen Magier auf 25 zu bringen in der Zeit? Das ist die goldene Frage aller Fragen. Mal sehen. Wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Wenn ich richtig Gas gebe, ja. Jeden Tag eine Stunde zum Beispiel Magier spiele. Oder Hexenmeister, je nachdem. Jeden Tag eine Stunde, da könnte es schon schaffen bis Ende des Monats, ne? Ich denke schon. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Also war. Durch Angriffen war ich zu sehr in meinem Gelabere vertieft. Jetzt muss ich einmal schauen, wo die guten alten Schreddermaschinen sind. Ja? Vielleicht sollte ich mal nachfragen. Vielleicht macht auch jemand anderes die Quest. Dann finden wir das Ganze natürlich ein bisschen schneller. So, machen wir mal. Ja, super. Ja, das war ja klar. 25er Rogue. Das war klar, dass ich da nicht lange überleben werde, ne? Ja, gut. Einen haben wir gefunden. Ups. Noch einer. So. Aber gut, wir sind dann zu dritt. Das heißt, wir sollten das zu dritt auf jeden Fall überleben. Der Hexenmeister ist aber sehr weit weg. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie, keine Ahnung. Also wenn ich die Maschinen vorher finde, dann werde ich die natürlich vorher erledigen. Meine, der Mage ist ja in der Nähe und der verliert, nee. Ich dachte, der verliert gerade Leben. Jetzt muss ich natürlich schauen, der Schurke kann jetzt natürlich direkt hier in der Nähe sein. Der Priester sehe ich jetzt zwar nicht, ich würde aber sagen, ich gehe direkt mal in Verstohlenheit. Da hinten ist noch jemand. Oh, 19, ja gut. Da, ahaha. Ich hab's mir schon fast gedacht. Da ist die Schurkin. Ja, die will mich jagen. Und der Priester. Gut. Also. Der eine hält sich dort hinten auf. Ich denke, die sollten jetzt nicht in der Nähe sein. Kann ich noch nicht wirken.
Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Ich laufe mal dem guten Mage hier entgegen. Die verliert ja gerade Leben. Okay. Und der Hexenmeister ist raus. Okay. Alright, alright, alright. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, mein Mana reicht. Aber das Gute sind jetzt wirklich schon mal zu zweit. Mal sehen, mal sehen. Oh, ich hänge fest. Ich hoffe, wir finden die Schreddermaschine relativ schnell. Ich hoffe es. Das lädt immer noch auf. Kann nicht wirken. Okay, da hinten ist ein Ali. Ja, super. Da habe ich den Goblin leider nicht gesehen. So. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Hier sind ein paar Allianz am Start, ne? Ob die so friendly sind da? Ich weiß nicht unbedingt. Ich glaube nicht unbedingt. Okay, die erste finde ich schon mal nicht. Das fängt ja schon mal gut an. Das fängt sehr gut an. Ich weiß nicht, ob ich nochmal irgendwie nach Leuten fragen soll. Ich meine, mit mehr Leuten findet man das natürlich ein bisschen schneller, ne? Und sonst glaubt... Oh. Ich dachte schon, das war jetzt derjenige. Oh nein. 25er Druide, ja, super. Na, super, das sieht schon mal nicht gut aus. Der Mage kommt mir gefährlich... Na, irgendwie. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Okay, ich sehe die aber nicht mehr. Ich hasse so Quests, ne? Wenn man immer auf bestimmte Gegner warten muss. Ich überlege, ob ich die vielleicht irgendwie erstmal beiseite lasse. Das ist ja pure Katastrophe, weil sonst laufe ich hier eine halbe Stunde rum, nur für eine Quest, ne? Das ist ein bisschen bitter. Was machen wir, Leute? Ich sehe keinen einzigen Schredderer. Nicht gut. Ja. Schon ein bisschen bitter, ne? Sehr, sehr bitter, Leute. Also läuft der hier so lang? Wir müssen den eigentlich hier irgendwo auf dem Weg hier sehen. Eigentlich. Die Betonung liegt auf eigentlich. Ah, ich liebe so Quests, Leute, ne? Natürlich nicht. Hast du so Quests? Sammelquests sind schon schrecklich, aber sowas hier, ne, wenn man echt ein, zwei bestimmte Gegner braucht und dann die komplett weggefarmt sind. Ja, das ist bitter.
Sehr, sehr bitter. Ich versuche es vielleicht nochmal irgendwie so 5 Minuten lang, wenn dann echt kein einziger von ihnen da ist. Ja, muss man schauen, ne? Da muss man echt mal schauen. Wenn nach 5 Minuten immer noch nicht, dann würde ich sagen, dann gehe ich erstmal irgendwie hier oben questen. Obwohl hier oben gibt es ja auch noch eine 27er-Quest, ja? Die ich schon machen soll. Ich würde sagen, ich arbeite mich nach dort oben eventuell. Oder gehe erstmal ins südliche Brachland. Ich muss mal überlegen. Muss ich mir sehr gut überlegen, Leute. Mal sehen, mal sehen. Ein Priester. Der scheint nicht da zu sein. Nee, das ist auch ein anderer Schredder. Na super. Oh. Läuft. Ich laufe hier auch noch genau über den Weg, ne? Warum killt sie? Das will ich jetzt sehen, Leute. Die heilen sich jetzt alle gegenseitig, oder wie? Ah, wenigstens der Schurke tot. Sehr gut. Ah, sie stirbt auch. Oh, oh. Sie kriegt Heilung. Warum habe ich keine vorhin bekommen? Das ist einfach eine kleine Schlacht, ne? Ja, ich glaube, wir sollten eventuell woanders weitermachen, Leute. Okay. Oh, oh. Ah, ich dachte schon, jetzt spawnt auf einmal. So, ich muss abdüsen. Ne? So. Ich habe mich schon gewundert. Ich glaube, sie wird gerade wieder angegriffen, oder? Es scheint mir so, ja. Alright, alright. Und hier ist nochmal eine Priesterin, also. Ja, nee, das ist hier ein bisschen eine Nummer zu gefährlich, würde ich sagen. Oh, warte mal, soll ich hier angreifen? Zwei Mobs. Okay, keine gute Idee. No good idea, Leute. Ich hau lieber ab. Gut, sie folgt mir auf jeden Fall schon mal nicht. So, ich verabschiede mich mal. Das wird leider nichts. Schade. Ach, sollte ich mich noch buffen? Ja, schade, jetzt habe ich natürlich auch meinen guten Buff halt verloren, ne? Den World Buff. Das ist halt ziemlich bitter, ne? Schaden verloren, Bewegungsgeschwindigkeit verloren. Nice. Einfach nur nice. Naja, also, ich überlege, ob ich jetzt hier oben lang gehe. Ah, ich weiß von dem Level her. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns im Brachland wieder.
So Leute, und wir sind im Brachland. Ich glaube, das ist einfach eine bessere Idee gerade. Ich nehme hier eben mal noch kurz die Quest an. Wir haben ja hier noch einiges zu tun, ne? Wir machen dann erstmal das mit diesen Stachel-Ehren, würde ich sagen. Oh, eine Ashenwhale-Quest. Jagd in Ashenwhale. Ich habe ja noch drei Plätze, die können wir erstmal so im Questlog lassen. Also das mit den Schreddern war halt ein bisschen blöd, ne? Zu viele Allies und allgemein halt, da musst du erstmal warten, bis die spawnen und so. Und keine Ahnung, also... Ich hätte jetzt zwar vielleicht eventuell noch die Quests hier oben machen können, aber da werden auch wahrscheinlich sehr viele Allianzer sein und auf einem Levelunterschied 25 oder 26er Quest, ich weiß nicht, ich glaube, das passt gerade irgendwie ein bisschen besser. Stacheleber klatschen, ganz easy, ohne alles im Nacken. Und ja, haben wir direkt Kombination Kill- und Sammelquest, ohne dass wir irgendwie auf den Spawn warten müssen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, das ist definitiv gerade die bessere Wahl. Und sie sind alle tot. Ah, doch nicht. Jetzt dachte ich, jetzt sind alle tot, aber warte mal. Ja, jetzt sind das genau welche, die ich nicht killen muss. Ich würde sagen, laufen da nicht auch irgendwelche rum, so spezielle Gegner, die ich killen muss, oder kriege ich die Quest erst gleich? Ach, ich fange einfach mal... Hier irgendwo an. Aha, das ist ein Dornwerker. Den brauche ich doch. Ja, super. Er nimmt sich den. Ja. Ich hätte ihn jetzt auch wegklauen können, aber ich war heute mal großzügig. Und das Gute ist, wir kriegen hier, glaube ich, einiges auch wieder an Kupfer und Zinn. Kann es sein? Ich glaube, ja. Hier gibt es ja immer schön diese Berge. Und hier ist immer relativ viel, was Bergbau angeht. Und Kiste. Oh, wow. Ja, schon viel besser. So gefällt mir das, Leute. Genau so gefällt. Da war schon jemand dran. Naja, ich behalte es im Inventar. Vielleicht können wir es ja einfach so verkaufen. Wenn der Platz zu voll werden sollte, werde ich den Kram natürlich wegwerfen. 25er, die sich hier durchquesten. Na super. Warte, warte mal. Da, hä? Habe ich nicht alles abgebaut? Habe ich nur einmal so. Super. Ich habe nur einmal dran gepickt, oder wie? Ja. Klassiker. Das war ja mal wieder eine Meisterleistung, Leute. Da picke ich einmal dran, weil ich irgendwie gerade mit einem Pilz abgelenkt war, ne? Unglaublich. So, ich würde ganz gern irgendwie mal hier so einen Dornwirker oder irgendwie sowas haben. Wir gehen hier hinten. Ich glaube, hier sind relativ viele und hier auf der Seite. Also an Mobs. Ah, später kommt diese Sammelquest mit diesem komischen Schwert und den Zauberstab und alles, ne? Ich sehe schon kommen, dass ich wieder tausende von diesen Ebern killen muss, um überhaupt irgendetwas zu bekommen. Ah, da wäre nochmal Kupfer. Oh, Cash. Sind hier eh gerade tot? Komm, wir holen es eben. Was soll's. Da muss die Zeit für sein, Leute. Das holen wir uns ganz kurz. Warum nicht? Cash ist Cash. Mein Kupfer ist immer noch relativ gut was wert, deswegen nehmen wir es mit. Ja, damit. Immer schön rein in meine Taschen damit. Nochmal. Oh, geil. Nicht schlecht. So, wo sind wir stehen geblieben? Also, ich brauche mal die richtigen Gegner. Geomanten. Da ist ja einer. Den klaue ich mir jetzt. Der ist jetzt meiner. Ups, ich wollte eigentlich 5 drücken und bremsen. Und weg mit dem Kollegen. Nicht, dass der Mage mir den hinterher auch noch wegschnappt. Jetzt haben wir da leider einen Jäger. Aber gut. Nächster Web schon hier. Und da hinten ist direkt der nächste. Perfekt. Sehr nice. Machen wir wenigstens 2 Quests auf einmal, das ist ja schon mal was. Und wir müssen relativ viele Mobs killen, das heißt natürlich auch, dass wir dadurch dann schön schnell in Erfahrung kommen. So müssen wir so oder so Mobs grinden, machen 2 Quests auf einmal. Und dazu kommt noch, wenn ich das mit den Hauern vorher fertig habe, könnte ich die abgeben und die nächste Quest annehmen. Dann würde ich sogar schon... Die Quest mit den spezielleren
Mobs kriegen, glaube ich. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Wir werden auf jeden Fall nach den Quests nochmal hier hin müssen. Wegen diesem komischen Schwert war das, glaube ich. Dann war da noch ein Stab und ein Schild, wenn ich mich nicht irre. Und dann noch die drei Special Mobs. War da, oder? War da ein Kopf? Ne, drei Köpfe waren das, glaube ich. Ne, drei Schädel, wenn ich mich nicht irre. Naja. Ich würde ganz gerne nochmal... Ah, da hinten sieht schon ein bisschen... Oh, obwohl, da könnte hinten was sein. Könnten vielleicht die ein oder anderen Geomanten sein. Ja, super. Ich will jetzt eigentlich ganz ungern die hier... die Aggro von denen ziehen. Würde ich lieber eigentlich gerne direkt einmal durch und direkt zu den Stachelebern. Ich hoffe, dass wir da ein paar finden. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass jetzt bestimmt gleich alle da weggefarmt sind, oder? Oh nein. Perfekt. Sehr schön. Geomant am Start und Zinn. Wenn das kein Willkommensgeschenk ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist doch ein Zeichen, Leute. Wir sind hier richtig. So, den löschen wir auch mal ganz kurz aus. Weil der wird uns gleich stören. Alter, Sternsog ist so geil, ne? Habe ich schon gesagt, dass Sternsog geil ist? Ich glaube 1000 Mal, ja? Egal, dann 1001 Mal. Oder sogar 1002 Mal. Ach ja, und Sternsog ist geil. Wusstet ihr schon? Ey Leute, ich habe auch neue Info für euch. Wusstet ihr, dass Sternsog geil ist? So, okay, genug Müll gelabert. Da hinten ist ja noch mal was. Nochmal Kupfer. Ich werde hier richtig verwöhnt. Ich werde wirklich ordentlich verwöhnt. Purer Luxus. Nein, nein, nein. Ah, jetzt pullt er den. Nee, doch nicht. Ich muss aber einsammeln. Das heißt, ich muss den trotzdem einmal weghauen. Und wir haben was Grünes bekommen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Was genau das für ein Gürtel ist, ja, na gut. Das hab ich? Nee. Nö, nö. Nö, nö. So, her mit eurem Zeug. Hab ich gerade hier mal abbauen? Hä? Ja, tatsächlich. Was ein Gauner. War ich wieder zu langsam, ne? Den hätte ich wohl erstmal sammeln sollen. Aber gut. Der ist auch AFK, ne? Nee, doch nicht. Er ist echt nur dahin gekommen, ja, um sich das einmal zu snacken anscheinend. Nice. Wie viel Mana verbrauchen die? Gut, ich mach mal einmal, warte mal nach. Oh, das hält aber deutlich mehr. Aber gut. Das reicht eigentlich. Bamsen. Und dann bin ich auch schon wieder frisch. Das ist das Schöne am Druiden, Leute. Na doch, der ist, ja, nur kurz... Oh, warte mal. Kupfer. Oh, er sieht, nehm ich es mir. Das ist meine Rache. Die Rache eines Geiers. Immer schön her damit. Und wir haben schon 23 von diesen Hauern. Geil. Ist doch schon mal nett. Ja, da hinten, das müsste jetzt an den vorbei, um an ihn ranzukommen. Egal, machen wir. Was soll's? Oh, wir haben wieder Kupfer und... Wow. Das spawnt aber ziemlich schnell. I love it. Genau nach meinem Geschmack. Westen und Dickbeute machen. Ich würde sagen, ich nehme mir aber erstmal das Sinn hier, bevor er doch gleich wieder da ist und sich alles hier einsackt. So. Ist jetzt alles meins. Also es ist schon mal gelohnt, hier in die Ecke reinzugehen, ne? Warte mal, ich glaube, am besten komme ich von hier oben rüber. Ja, sehr schön. Warte mal, da habe ich gerade noch mal was auf der Minimap gesehen, ne? Mehr vorkommt, ich sag ja. Also es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, ins Brachenland zu gehen. Auch wenn es ein bisschen Zeit gezogen hat, aber... auch ressourcentechnisch sich definitiv gelohnt. Komm, das Kupfer kann ich jetzt nicht so da stehen lassen. Das muss Onkel Ray unbedingt nochmal mitnehmen.
Kräuterkunde wäre auch geil, aber gut. Ich habe mich für ihn hier halt nur auch auf Sammelberufe entschieden und ja, habe halt Bergung Kirschner genommen. Aber Kirschner ist auch ganz nice. Ich meine, so viel Mobs, wie man immer killt, ne? Und dann so viel Leder, wie man bekommt und wartet ab. Sobald Phase 2 kommt, dann schweres Leder und sowas. Dann machen wir auch ordentlich Gold. Wenn wir auf jeden Fall ordentlich Gold machen, machen wir jetzt schon aktuell sogar. Also teilweise war sogar echt leichtes Leder mit circa Silber im Auktionshaus. Also ich war selber geschockt, weil meistens ist es so im 50, 60 Kupferbereich, aber das war teilweise knapp über ein Silber. Und da habe ich ordentlich Cash gemacht, ne? Den Anfang war das, ist das schon echt gut, ne? Das ist schon fast so viel wert, leichtes Leder, fast wie mittleres Leder. Also ich bin geschockt, Leute. Ich weiß nicht, warum es so ist. Bin echt geschockt. Aber gut für mich. Als Verkäufer ist man natürlich direkt auf der Gewinnerseite, ne? Gut. Genug gelabert. Weiter. Gemetzel. Und Level Up. Genauso muss es sein. Gut, nur noch zwei Level, Leute. Ich habe immer noch nicht geskillt. Ich weiß. Das kommt alles noch. Wir kommen ja so ganz gut klar. Würde ich mal behaupten. Aber ich vermisse immer noch meinen Yeti. Wer kann sich auch an den Yeti erinnern, Leute? Das Yeti ist so geil, ne? Macht so viel Schaden für dieses Level aktuell. Hä? Achso, bin dran vorbeigelaufen. Ist schon ein krasser Dude, dieser Yeti. Muss man schon sagen. Überleg mal, wenn man eine Raid-Gruppe hat und dann in BFD reingeht und jeder einen Yeti hat. Und dann auf dem Boss, Alter, man metzelt die Bosse ja einfach nieder, glaube ich, ne? Die Yetis sind schon Gold wert. Muss man schon sagen. Naja, naja, naja. Okay, wir brauchen noch mal einen zum Geomanten, dann könnten wir da hinten gleich weitermachen. Ah, perfekt. Oder spawnt er direkt aufs Wort. Er will getötet werden. Er will der Auserwählte sein. Nein, 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 du bleibst schön hier. Genau, bleib schön bei Onkel Ray. So, dann gehen wir erstmal in die Richtung. Was haben wir da? Wassersucher oder ne, Dornenwirker. Ah, die guten alten Dornenwirker. Die Cousins von den Geomanten. Die guten alten Cousins. Ja, aber hier ist so schön ruhig, friendly, ne? Muss man schon sagen. Ist schon gut. Ist schon gut. Na gut. Wird uns da alles weggeklaut, aber ich sehe Zinn. Ich sehe ein kostbares Zinn vorkommen. Nein! Ja, gut. Ah, das war mal wieder purer Reinfall. Naja. Ist er grün? Oder ist er noch wie ein Giftgrün? Ah, warte mal. Ich nicht. Aha. Okay. Habe ich nicht mit der Heilung das drin? Hier verschiedene Wildtiere. Ein Grün. Nur so einen blöden Gelben mit meinem Hunter. Wo kriegt man einen Grün her? Aber ich glaube, die sind vom Effekt her eigentlich genau dieselben, oder? Kann mir das einer verraten? Naja, werde ich schon herausfinden. Gut, da hinten wäre ein Dornwirker. Oh. Fett. Sehr, sehr zuvorkommen. Ein netter, netter Typ. So. Super. Dornwirker halt, ne? So. Ein Mana-Trank. Hänge ich erstmal fest. Da ist direkt Number 2. Number 3. Komm, geht drauf. Super. Alright, komme ich hier mal bitte raus? Ich würde sagen, ich sneake mich mal ganz kurz hier vorbei. Also. Das lief ja mal wieder. Gut, achso, der da oben. Ja, super. Das lief ja mal wieder ausgezeichnet. Dann gucke ich mal da hinten. Dort so schönes finden an Gegnern. Mal sehen, mal sehen. Surprise, surprise. Boah, wie lange läuft sie mir hinterher? Wollte mich echt tot sehen, ne? Super. Sind das Leichen? Nee. Ich dachte erst.
Dachte erst, was haben wir denn? Oh, hier. Hier sind die Wassersucher. Ja, dann komm mal her. Hier hast du Wasser. Das lädt immer noch. Oder eher gesagt, Zorn. Guten, saftigen Zorn hast du. Oh, das ist direkt der nächste. Den schnappen wir uns. Da oben ist noch einer, geil. Also Wassersucher werden wir, glaube ich, relativ schnell kaputt machen. Sehr gut. Oh, der geht so drauf. Ach so, die sind noch Level... Oh. Hier kriege ich ja gar keine Erfahrung. Schade. Gut, dass ich die Quest dann doch jetzt mache, ne? Sonst... Stellt euch mal vor, ich hätte das erst in ein, zwei Leveln gemacht. Dann würde ich für fast gar kein Mob hier mehr Erfahrung kriegen, ne? Wäre das einfach nur ein... nerviges Gegrinde. Glaube ich wenigstens bei den meisten noch ein bisschen Erfahrung halt, ne? Ja, gut, die Wassersucher, die geben mir leider keine Erfahrung. Aber sind ja zum Glück nur 6 Stück, die ich killen muss. Jetzt nur noch 3. Vielleicht finden wir aber auch den einen oder anderen Wassersucher, der eventuell Level 17 ist. Ja, wir sind vorhin Level up geworden, deswegen... Vorhin hätten die uns noch Erfahrung gegeben. Na gut, haben wir hier Wassersucher, aber auch Level 16. Ich glaube, die sind in der Regel eher Level 16 und 15, so, ne? Scheint mir so. Gut, aber soweit wir die... Ah, das... Nee, das sind 17er sogar. Wunder, oh Wunder. Ein wenig Erfahrung für den guten alten Ray. Oh, da wären 18er, aber es ist halt ein Jäger, ne? Der bringt uns leider nichts, außer die Hauer halt. Aber das war's dann auch. Nur seine schönen Stoßzähne kriegen wir. Hallo? Was denn gerade? So. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt hier nach oben und schauen, dass wir noch irgendwie ein paar... Oh, warte mal. Kodo-Leber brauchen wir auch. Oh, die brauchen wir auch. Können wir auch eben machen, ne? Ich meine, wenn wir schon hier sind. Brauchen wir den hier auch? Ne. Ich bin außer Reichweite. Nee, nee, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also nicht, das ist nicht unbedingt, wir brauchen sie überhaupt nicht. Und natürlich keine Kodo-Leber, aber... beiden könnten wir schon mal weghauen. Brauchen wir auf jeden Fall auch. Ich glaube, die bleiben sogar auf Distanz, oder? Yes. Sehr schön. Ja, das ging relativ schnell, ne? Haben wir auch gut wegrasiert. Und es gibt wieder schöne Haut. Schmeidige Haut. So, soweit so gut. Zauberstab, den könnten wir eventuell auch noch verkaufen. Jetzt hat er mir hier alle Dornwerker weggehauen, ne? Du kleiner Gauner. Und da hätten... Oh, Zinn. Ein Augenblick mal, da muss er mal ran. Das kann ich nicht so stehen lassen. Da akzeptiere ich auch nicht, dass das jemand anders wegnimmt. Das würde ich nicht akzeptieren. Her damit. Ah, warte, wie ist der Wert? 25, ja gut. Ah, nee, das würde ich sagen, das lasse ich mal lieber, ne? Mit 25ern habe ich ja gerade nicht so eine gute Erfahrung gemacht. Vor allem weiß ich nicht, was für Equipment der halt hat, ne? Wenn der relativ gutes hat, dann ist eh schon vorbei. Und ich habe noch sehr schlechtes, ne? Sagen wir mal so. Könnte besser sein. Ein paar nette Sachen habe ich, wie den Stab zum Beispiel, aber ja. Das war's dann auch schon, ne? No, no, meiner, meiner, meiner. Hallo. Halunke. Was ein Gauner. Jetzt wirst du von mir angegriffen, ne? Laute mir tatsächlich ein Dornwerker. Na super.
Das wird jetzt wieder ein Kampf, ne? Ich schau mal ganz kurz hier, ob jetzt hier eventuell wieder ein Dornwerker ist. Ansonsten haben wir da hinten. Da hinten wären auch Dornwerker. Gut, dann können wir am hier lang laufen und dann nach hinten durch und schauen, ob da eventuell noch welche sind. Hier sind doch alle tot. Alle tot. Ist nicht gut. Ah, da ist einer. Ich muss näher ran. Der ist aber wenigstens meiner. Und ja, super. Gut, er hat mich wieder mehr. Ja, super. Ich hänge fest und ja, was war jetzt sein Ziel? Mission failed, würde ich sagen. Okay, hier ist keiner mehr. Dann gehen wir mal nach da hinten schauen. Boah, das ist aber ganz schön ein Stück, ne? Oh, das ist aber schon weit weg. Muss man schon sagen. Aber ich glaube, da sind ein paar mehr. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das Gebiet ist ein bisschen breiter aufgeteilt. Und da sind einige Dornenwirker mehr. Ich hoffe es auf jeden Fall. Wenn wir die dann fertig gemacht haben, die Hauer alle gesammelt haben, dann könnten wir beide Quests abgeben. Da sind wir bestimmt von den Erfahrungen hier oder so. Würde ich mal tippen. Ja, heute sind wir ein bisschen langsamer unterwegs, ne? Wegen der Geschichte halt in Steinkrallengebirge. Aber gut. So ist nun mal das Leben. Kommt halt auch vor, ne? Okay, kriegst du mal einen Buff. Oh ja, wir haben ein paar Kills. Warum nicht? Unsere ersten paar Kills. Oh, nett. Und wir sind so nett und bedanken uns sogar noch. Ehrenaktion ist am Start. Guck mal, sogar zurückgedankt. Sogar mit Smiley. Komm, da muss auch ein Smiley. Das macht er doch glücklich, oder? Was meint ihr? Die haben sofort alles gedroppt, ne? Direkt alle hintereinander. Perfekt. Guck mal, wenn man freundlich ist, wird man direkt von der World of Warcraft belohnt. Deswegen, stay friendly, guys. Kriegt ihr einen Buff und schneller euer Loot. Wirklich, das ist die Wahrheit. Glaubt mir, ich lüge nicht. Ihr habt es gesehen. Habt es gesehen. Hätte ich es jetzt einfach nur wieder erzählt, dann hätte mir wieder keiner geglaubt, ne? Ihr habt es mit eigenen Augen gesehen. Gut, da, guck mal, und direkt ein Dornwerker auf dem Weg. Und noch der nächste. Ne, geh mal ab. Gut, ich nehme zurück. Aber der hier ist der korrekte Dude. So, hier. Oh. Ich würde so gerne angreifen. Mand, Dorn, oh, da. Da haben wir einen. Das ist unser erstes Opfer. Ich dachte bestimmt, ich will sie angreifen. Ah, so dämlich bin ich noch nicht. Ich hätte echt Lust drauf, aber da habe ich keine Chance. Oh, vor uns sind wieder. Da müssen wir mal ran. Müssen wir den leider. Müssen wir den weghauen? Ja, doch. Jetzt kommen wir nicht an Zinn ran. Das will ich haben. Und da hätten wir direkt auch einen Dornwerk. Das heißt, wir hauen die beiden weg. Holen uns Zinn und Kupfer und holen uns dann den Dornwirker, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Was haben wir? Noch ein Geomann? Nee. Ich dachte gerade noch ein Dornwirker. Da hinten wäre aber noch einer. Ach, warum piekst du dich nur einmal rein? Hab ich einen Skillpunkt bekommen? Jo, auf 106 sind wir mittlerweile wenigstens. Ah, zieh ab, zieh ab, zieh ab. Ich habe keine Lust, Kollege. Oh, noch einer. Geil. Die können wir sogar direkt von hier aus. Oder? Yes. Sehr schön. Ja, danke. Das war mal nice. Das ist zu weit. Ich müsste den eigentlich looten, auch wegen den Schweinehauern. Ja, kann man wieder gut hinbekommen. Und dann packen wir uns den.
Brauchen wir danach auch nur noch 4 weitere Dornwirker. Perfekt. Ich bin außer. Wie oft habe ich eigentlich jetzt heute Dornwirker gesagt? Ich glaube, ich habe noch nie so oft in meinem Leben Dornwirker gesagt. Warum soll ich es auch vorher sagen? Sehr schön. Perfekt. Soll ich hinten rumgehen? Ich würde sagen, nein. Ich gehe von. Ob ich da einfach so durchsneaken kann. Ohne Aggro zu bekommen. Ja doch. Und da hätten wir sogar. Oh, nochmal Bergbau. Oh, noch ein Dornwirker, noch einer. Geil. Perfekt. Vielleicht danach fehlen mir echt nicht mehr viele. Perfekt, Leute. So. Alright, alright, alright. Dann hauen wir den jetzt mal eben weg. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht beendet. Dann brauch ich nicht mehr viele, geil. Es läuft wie geschmiert. Ich glaube, der wird aber ein bisschen stören. Deswegen hauen wir den lieber auch weg. Ah, jetzt pullt er bestimmt den anderen, ne? Ja, das war klar. Das war sowas von klar. Ne, ne, du bleibst schon hier, Kollege. Mach mir jetzt bloß keine Faxen. Da oben, oh, nochmal Kupfer. Und was haben wir? Nochmal Zinn. Luxus. Ich sag's ja, hier ist purer Luxus. Das war die beste Entscheidung, hier hinzugehen. Wirklich. Das Inventar füllt sich immer mehr. Krass. Einfach nur Press. Das wird auf jeden Fall ordentlich Cash machen. Muss noch schauen, wohin mit den Dingern. Ich hoffe, wir können die schnell abgeben, damit wir uns die Buffs holen können. Ja, wir. Noch mehr? Wird der förmlich überhäuft? Ich meine, ich will mich nicht beschweren, ne? Komme ich überhaupt von hier aus hoch? Ich glaube, ich muss von da hinten, ne? Scheint so. Gut. Finde ich noch einen Dornwirker eventuell auf dem Weg? Oder vielleicht sogar den zweiten? Das wäre gut. Ich glaube, da hinten war ja auch nochmal was, ne? Nochmal Kupfer, oder? Oder bist du irgendwie falsch in Erinnerung? Wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich schon sehr viel gesammelt. Es hat sich alle Male gelohnt. Oh, das ist sogar ein Dornwirker. Perfekt. Da ist der vorletzte. Ah, ich hasse es, ey. Danke. Und wir brauchen auch nur noch 2 von diesen Bauern von denen. Wo kommen wir aber hoch? Warte mal. Jetzt will ich das Kupfervorkommen auch gerne haben. Ich glaube, von hier passt es am besten, oder? Müsste es. Sieht ganz danach aus. Ja. Und schon wieder ein Kupfervorkommen. Wie schnell spawnen die Dinger hier, Leute? Wie schnell spawnen die Dinger hier in dieser Gegend? Komme ich aus dem Sammeln gar nicht mehr raus, geil. Sehr schön. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zinn, allein wegen den Skillpunkten. Malachite, ja gut, das ist nicht so viel wert. Auch der rohe Stein leider nicht. Da ist ein Zinnvorkommen natürlich geiler, ist ja logisch. Ah, ich bin zufrieden. Bin zufrieden, Leute. Gut. Ja, da unten. Warte mal, vielleicht finden wir gleich noch einen Dornwirker. Da hätten wir direkt 2 Dinge auf einmal. Dornwirker und Vorkommen wären natürlich perfekt, aber hier ist ein Geomant. Ich glaube, den sollten wir auch lieber mal weghauen. Boah, der mich stört. Okay, Geomant. Geomant. Oh, hä, hab ich nicht gelootet? Hab ich das vergessen? Ich glaube ja, ne? Na, was soll's. Ich brauche so oder so noch einen Dornwirker. Dann kriege ich schon. Guck mal, die habe ich auch voll.
heißt, ich brauche ernsthaft noch mal Kupfer? What? Also spawnt natürlich. Es spawnt sehr schnell. Klar, es spawnt. Wer kennt's nicht? Gute alte Spawn. Jetzt kommen keine Dornwerker irgendwie. Aber gut, ich sammle kurz mal noch den Loot ein, den ich vergessen habe. Oh, da war einiges drin. Sehr schön. Dann holen wir uns noch kurz das Vorkommen hier und dann, wenn wir uns umdrehen, ist doch bestimmt ein Dornwerker da. Kommt Leute, drückt mir die Daumen. Nee. Gut, dann laufen wir mal ein bisschen in die Richtung hier oben. Ach, guck mal, doch. Ich bin auch nicht gelootet. Hey, warte. Oh, und ist weg. Und er ist weg und da wäre direkt der nächste, gut. Aber wir haben unseren Auserwählten. Er stirbt doch gerne für mich. Guck mal, er hat mich sogar nicht mal verwurzelt. Perfekt. Nice. Das heißt, wir haben schon mal diese Quests erledigt und ich bin mal so nett und... Ich wollte sein Pet eigentlich auch buffen. Das ist zu weit entfernt. Dann halt nicht. Er hat sich eh nicht bedankt. Hat er also vielleicht auch gar nicht verdient. So, dann laufen wir mal jetzt hinten hin, geben die Quests ab, nehmen die neuen an. Und dann kriegen wir die nervige Quest mit dem Zauberstab, mit dem Säbel und... Oh, Allianze. Oh nein, nein, oh, ich hätte ihn gebraucht. Ich bin außer Reichweite. Oh, aber wir können ihn halten. Ja, ich bin mal nett. Kann ich noch nicht wirken. Ich bin ein Geberlaune. Mittleres Leder, ja, mein. Na gut, wir werden den bestimmt schon früher oder später nochmal finden. Weil ich glaube, der spawnt auch relativ häufig. Weil der gibt mir nämlich auch eine nette Quest. Ja. Aber gut, ich denke, das dauert erstmal, bis er spawnt. Na gut. So ist nun einmal das Leben. Verklasse 25 ist, aber wo läuft er hin? Richtung. Ins südlichere Brachland. Nach 1000 Nadeln eventuell. Ja, ich habe ja schon auch mit meinem Hunter, ne, ganz viele Flugpunkte geholt. Hier 1000 Nadeln, Tanaris. Hier. Und wo habe ich noch? In mehreren Gebieten auf jeden Fall. Habe ich mir schon mal so die Flugpunkte geholt. Ich werde noch ein paar mehr holen. Wie gesagt, der ist halt gut vorbereitet, der Hunter. 24 Quests sozusagen sind ready. Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder was mit dir? Und dann schaue ich, mit wem ich mich als nächstes nochmal für Phase 2 vorbereiten werde. Und natürlich leveln. Seid gegrüßt. Ich will noch ein bisschen mehr Charaktere oben haben. Ich glaube, wir können mal mit ein paar noch... Ah, nee, das ist nicht gut. Ganz gut hinterher, würde ich sagen. Der hier braucht auf jeden Fall nicht mehr lange. Ich würde gerne meinen Müll verkaufen. So viel Müll habe ich gar nicht, ne? Ich glaube, das sollte ich gleich alles meinem Bank-Twink. Bank-Character, warum sage ich Bank-Twink? Meinen Bank-Character rüberschicken. So. Aha, dann können wir doch jetzt abgeben. Sehr schön. Verräte eigene rein. Ja, sehr gut. Dann können wir uns direkt mal. Gut, bewege ich ganz so. Ich mache eh Fernkampf. Eigentlich nur Weisheit. Steigerung des Geistes. Die Haut. Und Geist des Windes. Oh, wow. Ja, läuft, ne? Ich würde sagen, ich bin ziemlich bufft. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's dann aber auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.